So, wie ihr sicherlich schon am Titel gesehen habt, dieses Wochenende ist Power Leveling angesagt. Ihr seht es auch schon unten, der Balken ist gelb. Was bedeutet, wir bekommen zurzeit einen extremen Boost, was EP betrifft. Ich wollte euch jetzt einfach mal kurz zeigen anhand von Kisten, Munitionskisten, wie stark dieser Boost ist, weil das ist schon erheblich. Es ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, sogar fast dreifacher Boost. Aber ich zeig's euch mal kurz. Ist eigentlich eine ganz nice Sache. Vor allem deshalb sage ich auch immer, ihr braucht euch eigentlich keine Level kaufen. Weil ich denke mal, die machen das jetzt auch öfters, dass man doppelte EP bekommt, einfach um mehr Spieler wieder zurück ins Spiel zu kriegen. Und dadurch ist natürlich das ganze Spiel auch wieder interessanter. So, wir fliegen direkt mal hier hin. Da war eigentlich immer zu 99,9% eine Kiste ist. Wie ihr seht, wir bekommen 263 EP. Das ist echt eine Menge. Ich glaube, für eine das Problem ist, jetzt hat man natürlich komischerweise die Zahlen wieder nicht im Kopf, wie viel man normalerweise für eine Munitionskiste bekommt. Aber ich meine, es waren entweder 50 oder 60 EP. Ja, wir gehen mal gerade eine Kiste suchen. Ja, jetzt finden wir hier natürlich keine einzige. Leeres Gebäude, man kennt ihn. Haben wir hier. Das ist ja jetzt wieder ein Scherz, oder? Das ist immer so. Nein. Keine einzige Munitionskiste. Ah, doch hier. Und ihr seht, wir kriegen 244 EP. Also ich finde das halt schon krass. Also so könnt ihr definitiv dieses Wochenende richtig gut leveln. Ich war eben Anfang 12, habe eine Runde gespielt in der Arena, kam bis unter die letzten 5. Und ihr seht ja selber, ein Drittel vom Balken ist bereits voll. So, wie ihr gesehen habt, unten der Passive-Code ist fast vollständig. Wie ihr seht, es fehlen nur noch drei Zahlen. Aber ich denke mal, die drei Zahlen werdet ihr hinkriegen, weil mit zwei Zahlen war es irgendwie anscheinend zu einfach, weil innerhalb von 10 Minuten war der Code immer geknackt. Also wenn du noch kein Abonnent bist, gern jetzt ein Abo dalassen. Dadurch hast du natürlich auch die Chance, bei den nächsten Paysafe-Codes dabei zu sein. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung, weil da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und doch genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. So, jetzt gehen wir mal gerade rüber. Ich möchte nämlich noch gerade zeigen, wenn die Zone zumacht und wenn wir einen Kill machen. Ja, so weit sind wir eigentlich gar nicht weg. Nur gerade ein bisschen hochbauen, rüberfliegen und dann dürften wir eigentlich auch schon alles gemacht haben. Warte mal, wenn ich schaffe, den Baum, das waren 10 EP. Natürlich treffe ich wieder nicht. Ich bin euch zu blöd inzwischen, das Ding zu treffen. Krieg's nicht mehr hin. Es ist aber auch, weil ich neue Controller-Einstellungen habe. Man merkt es halt schon. Ist halt alles ein bisschen schneller. So, wir können jetzt direkt rüber fliegen. Und dann müssten wir eigentlich auch die ersten Gegner haben und die Zone vor allem auch zu. Ich glaube, für die Zone gab es 50 Punkte. Korrigiert mich da gerne, wenn ich mich da irre, aber ich meine 50 Punkte, wenn die Zone zumacht. So. Gerade mal darüber fliegen. Also dieses Wochenende Fortnite zu spielen lohnt sich definitiv. Ah, ist ja schon da vorne. So, in 2 Minuten macht auch schon die Zone zu. Gucken, ob wir hier vielleicht schon einen Gegner finden. Aber wahrscheinlich nicht, weil wir sind ja komplett auf unserer Seite. Aber ich sehe schon, die meisten sind halt echt so zwischen 10 und 13 bewegen die meisten sich vom Level her. Also sind alle ziemlich gleich am Level.
Ach, ich dachte, das wäre ein Dings. So. Gegner, Gegner.319 EP. Ich glaube, da haben wir vorher 85 EP bekommen, wenn ich mich nicht irre. Das wäre schon fast viermal. Das ist mal richtiger extremer EP-Boost. Also da haben sie mal nicht übertrieben. So, wo ist hier der Gegner? Ich hätte mal eine Langeweile gehabt. Jetzt sehe ich safe von oben. Also ihr seht schon, die EP-Zahl ist wirklich abartig. Da war es wieder. Gefühlt war ich drauf. Aber gezählt hat irgendwie nichts. So, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Spielen. Sammelt die EP auf jeden Fall ein. Holt euch das Wochenende mit. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und man sieht sich eventuell gleich schon im Livestream. Ich denke mal, ich werde ihn gleich starten. Und in dem Sinne, haut rein.